Feuer und erntet den Paradiesgarten. Aber das ist das, was wir sehen. Das heißt, das ist nur ein Wunsch. Das ist nur ein Wunsch, dieses jetzt geht's ihm oder ihr besser. Das ist ein Wunsch. Aber nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung. So viele Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Wie viele von euch hatten einen Wunsch, als sie 10, 11 Jahre alt werden? Poesiealbum in der Klasse. Was ist der Traumberuf? Profifußballer. Wie viele sind Profifußballer geworden? Kein einziger. Glaubt mir, garantiert hier die meisten Jugendlichen Wunschberuf Profifußballer. Bei den Mädchen Sängerin. Haben du leider das nicht geworden seid. Aber so. Das ist der Wunsch. Das ist der Wunsch. Aber nicht jeder Wunsch geht in Erfüllung. Viele Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Das heißt, so dann frage ich mich, wenn wir wissen, dass es einen Tod gibt, und das weiß jeder, jetzt stell dir mal die Frage, warum schieben wir den so weit auf Seite? Warum? Das ist der Satan. Achi, du willst dich nicht damit beschäftigen. Und manche beschäftigen sich nicht damit, weil sie denken, es gibt keine Möglichkeit, wirklich herauszufinden, was beim Tod passiert. Aber ich kann eine Sache sagen. Es gibt keine einzige Religion, wo der Tod, das, was beim Tod passiert, was im Grab passiert, was bei der Auferstehung passiert, bei der Abrechnung passiert und im Jenseits, entweder Paradies oder Hölle, so genau beschrieben werden wie im Islam. Keine. Nirgendwo. Es ist immer nur rudimentär, allgemein wird erzählt, es gibt Paradies, Hölle, es passiert dies oder jenes, aber mit Details. Was genau passiert, was mit einzelnen Personen passiert. Verschiedene Arten von Bestrafung, verschiedene Arten von Belohnung. So detailliert wird es nur im Islam beschrieben. Und der Islam, der Koran, wenn ihr den Koran aufschlagt, ihr seht fast auf jeder Seite eine Ermahnung, eine Erinnerung, dass es Leben und Tod gibt, eine Erinnerung, dass es Paradies und Hölle gibt. Ich stelle euch eine Frage, die sollt ihr in eurem Kopf beantworten. Warum wird nicht im Koran an jeder Seite, warum gibt es nicht im Koran eine Sure, das Paradies, und dann wird alles erzählt, was im Paradies vorkommt, und eine Sure, Hölle, und dann wird alles geschrieben, was in der Hölle passiert. Nee, brauchst du oft zu sagen, ich habe gesagt, in dir selber beantworten. Danke, Bruder. Selber beantworten. Die Sache ist ganz einfach. Du brauchst eine ständige Ermahnung. Du liest den Koran und wirst immer wieder erinnert, immer wieder erinnert, immer wieder erinnert, weil der Koran ist nicht nur eine Enzyklopädie. Der Koran ist auch eine Heilung für dich, mit der du dich beschäftigst. Und das ist der Punkt. Deswegen muss man, weil man sich mit dem Tod, mit dem Ziel immer wieder beschäftigen muss. Brüder und Schwestern, Gäste, jeder, der ein Ziel hat, der kann etwas erreichen. Jemand, der kein Ziel hat, wird nichts erreichen. Glaubt es mir. Geht in die Schule, frag jemanden, der ein Ziel hat. Frag jemanden, der gute Noten schreibt, was willst du mit der Schule erreichen? Er wird sagen, ich will der Beste in der Klasse sein oder ich will danach Arzt werden oder ich will dieses oder jenes. Frag jemanden, der schlechte Noten hat, frag ihn, warum gehst du in die Schule? Ach, ich habe keinen Bock, meine Eltern schicken mich in die Schule. Ist so. Frag jemanden, der Profifußballer geworden ist, frag ihn mal, was sein Ziel war als Kind. Er wird sagen, ich habe jeden Tag trainiert, weil ich wollte Profifußballer werden. Frag jemanden, der in irgendeinem Bereich des Lebens ausgezeichnet ist, was sein Ziel war. Und er wird sagen, mein Ziel war, dieses Ziel zu erreichen. Aber das Ziel von jedem Menschen sollte sein, sich auf den Tod vorzubereiten. Das sollte das Ziel sein, weil du wirst einen kurzen Moment auf dieser Welt sein. Wenn du auf den Friedhof gehst und schaust auf das Datum des Todes und vergleichst das Geburtsdatum und das Todesdatum, da wirst du sehen, dass viele Menschen schon länger tot sind, als sie überhaupt gelebt haben. Dass sie schon länger tot sind, als sie überhaupt gelebt haben. Ach, du bist einen kurzen Moment hier auf der Welt und dann wirst du sterben. Das heißt, was willst du mitnehmen? Der Prophet a.s. hat gesagt, drei Dinge gehen zum Grab eines Menschen. Zwei kehren zurück, einer bleibt. Seine Familie wird mitkommen, sein Vermögen wird mitkommen und seine Taten werden mitkommen. Zwei gehen zurück, sein Vermögen und seine Familie und eins bleibt dabei. Seine Taten. Das heißt, was hast du gemacht? Jetzt kommen wir zurück zum Gebet. Zweite Ausrede ist was? Zweite Ausrede ist, ja, weißt du, Bruder, es ist besser, man betet gar nicht,
als dass man anfängt zu beten und hört wieder auf. Was sagen wir zu dem? Zu dem, was sagen wir, du fängst dich an zu beten und wieder aufzuhören. Und zweite Sache, wo steht das, dass es schlimmer ist, wieder aufzuhören? Vielleicht fängst du heute an zu beten und morgen bist du gestorben. Da kannst du vor Allah, inshallah, sagen, ich habe was versucht zu tun. Dritte Ausrede ist Arbeit. Meine Arbeit. Ich kann nicht beten auf der Arbeit. Das ist immer die Ausrede. Wenn du dann fragst, hast du schon mal auf der Arbeit gefragt, ob du beten kannst, sagt er, nee. Frag doch mal. Ein Bruder, der hat den Abu Jibril angerufen, hat geweint. Ja, ich bete auf der Arbeit, das eine Gebet nicht. Der ist am Weinen. Der Abu Jibril sagt zu ihm, ja, geh doch mal deinen Arbeitgeber fragen. Er sagt, ja, ich habe noch nie gefragt. Dann fragt er den Arbeitgeber, sagt er, kein Problem. Hat er dem sogar einen Teppich zusammengeschnitten und eine Ecke gegeben, wo er beten kann, und hat zu allen Leuten, die da arbeiten, gesagt, wenn einer den Anspruch wegen seinem Gebet, der kriegt Ärger mit mir. Achi, wenn du Allah fürchtest, Schwester, dann wird Allah dir einen Ausweg schaffen. Und wenn du immer noch nicht auf der Arbeit beten kannst, such dir eine andere Arbeit. Nächste Woche hast du eine bessere. Ist so. Allah wird dir einen Ausweg schaffen. Aber das ist der Punkt. Deswegen, wir müssen uns auf das eigentliche Ziel vorbereiten. Und viele Leute, wie gesagt, was den Tod angeht, sie haben absolut keine Ahnung. Es wird einfach nur gehofft. Ich wünsche, es wird besser werden. Ich wünsche das. Aber diese Wünsche sind, wie gesagt, gehen nicht alle in Erfüllung. Und hier wollte ich euch mal einen Brief vorlesen. Und dann ist die Frage natürlich, die sich jeder stellen sollte. Und das ist der Tipp, den ich heute nicht Muslim mit auf den Weg gebe. Und darauf komme ich jetzt. Wie finde ich den wahren Weg zu Gott? Woher weiß ich, was der wahre Weg zu Gott ist? Denn viele benutzen falsche Argumentationsmuster oder falsche Argumente, um zu bestimmen, was der wahre Weg ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Jetzt kommt er hier. Also diese typische Methode. Er hat diesen Brief also geschrieben, hier. Sehr geehrte Herren, erstmal fängt so an. Sehr geehrte Herren, ich will euch das an diesem Beispiel geben. Sehr geehrte Herren, der schreibt nicht sehr geehrte Damen und Herren, der schreibt sehr geehrte Herren, weil der weiß schon, der ist schon informiert aus dem Fernsehen. Der weiß schon, die Frauen, die Armen, Unterdrückten, die haben sowieso keinen Bock auf diese Religion. Das sind nur die bösen Männer, die alle zwingen. Seid ihr alle gezwungen heute hier? Seid ihr freiwillig hier? Wer wird hier zum Kopftuch gezwungen? Komm, das darf doch nicht wahr sein. Komm, ich habe letztens noch letztens war doch noch bei WDR. Die Frauen werden alle zum Kopftuch gezwungen. So ungefähr ist es, das ist die Methode. Das ist die Methode. Deswegen, wer ein Problem hat mit der Rolle der Frau im Islam, ob die sich alle so schlecht fühlen, der kann ja mal hier, es sind heute genügend Mädchen hier, ja, der kann die ja mal fragen, wie sie sich so fühlen. So. Sehr geehrte Herren, einen Zettel mit diesem Inhalt fanden wir in unseren Briefkästen. Dazu mein Kommentar unten. Erstmal, diese Zettel sind eigentlich nur für Muslime gedacht. Also dann dieser Zettel, warum betest du nicht? Jetzt kommt er. Jetzt kommt es. Jetzt kommt sein Kommentar. Klarer wird die Bedeutung im so gesamten oben angeführten Vers. Ja. Ayat to save. Vers des Schwertes. Ich weiß noch nicht, wer den so genannt hat, aber okay. Sure 9, Vers 5. Und wenn die verbotenen Monate verflossen sind, dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie trefft, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen auf in jedem Hinterhalt. Bereuen sie aber und verrichten sie das Gebet und zahlen diese Zakat, dann gebt ihnen den Weg frei. Ja, dieser Vers. So, jetzt sagt er hier, also ich weiß zwar jetzt nicht, was hat jetzt dieser Vers mit diesem Zettel oben zu tun. Aber die Frage ist ja, Brüder und Schwestern, deswegen bitte, man muss immer präzise sein. Viele Leute können die Wahrheit nicht finden, weil die unpräzise sind. Ja, was will er hiermit sagen? Er will sagen, und er versucht nachher das Christentum zu verteidigen, er will sagen, wenn es solche Verse gibt im Koran, dann kann der Islam nicht richtig sein. Was sagen wir dann? Warum? 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 Warum kann er dann nicht richtig sein? Was ist dein Maßstab dafür?
Das ist der Grund, dieses Friede, Freude, Eierkuchen-Prinzip ist der Grund, warum viele Leute Atheisten geworden sind. Es gibt einen guten Gott und alles ist nur Friede, Freude, Eierkuchen. Dann guckst du dich in der Welt um, dann gibt es Naturkatastrophen.